herzlich willkommen heute von einem etwas anderen Drehort. Ich bin nämlich gerade unterwegs, mitten auf dem Wasser. Ich habe mich mal wieder vom Leben treiben lassen. Und so wie das Leben mich treibt, geben jetzt auch meine Bootsmänner gerade wieder ein bisschen Gas und bringen mich an irgendeinen wunderschönen Ort. Ich lasse es einfach mal geschehen und lasse mich wie immer vom Leben überraschen. Es ist so oft die Rede vom Fluss des Lebens. Dieses Sinnbild, diese Metapher steht dafür, einfach in das Leben einzutauchen und sich davontragen zu lassen. Einfach mit dem Fluss mitzuschwimmen, statt anders als die Lachse ständig gegen den Strom zu schwimmen. Nun, in der Regel machen ganz, ganz viele Menschen genau das. Sie haben ein Bauchgefühl, ihre Intuition sagt ihnen, dass dies und jenes für sie gut wäre, verhalten sich aber genau entgegengesetzt. Aufgrund ihrer Entziehung, aufgrund dessen, was sie einfach glauben vom Leben, was für sie das Beste ist. Ich kann nur sagen, dass es tatsächlich das Leichteste und das Schwerste zugleich ist, im Fluss des Lebens zu schwimmen, denn was man dafür braucht, ist eine ganze Menge Vertrauen. Schwierig heißt aber nicht unmöglich, und das ist nun mal der ganz große Unterschied. Schwierig heißt, dass es zu Beginn eine Herausforderung sein kann. Es ist eine Herausforderung, das zu lernen, was kleine Kinder ganz instinktiv mit in diese Welt bringen, nämlich Vertrauen. Würde ein Kind seinen Eltern nicht vertrauen, was sollte es schon tun? Auch jetzt, wenn es anfängt zu wackeln, kann ich nur sagen, ich vertraue einfach mal drauf, dass die Jungs dahin das Richtige machen und bin gespannt, wo es jetzt hingeht. Vertrauen ist etwas, das man wieder lernen kann. Und wenn ich sage wieder, dann meine ich damit, irgendwann hat eigentlich jeder von uns schon mal vertraut, nämlich als er auf diese Welt kam. Aus verschiedenen Gründen, die bei jedem einfach anders sind, haben wir irgendwann verlernt, dem Leben zu vertrauen. Und so sind wir misstrauisch geworden, also genau das Gegenteil. Meistens ist es sogar so in unserer Gesellschaft, dass wenn uns erzählt wird, dass etwas besonders leicht geht, dann spitzen wir erst recht die Ohren. Ich kann aus meiner Erfahrung jedenfalls nur sagen, dass es eine Reise ist, die sich lohnt. Und damit meine ich nicht unbedingt die Reise auf die Philippinen, wobei die mir auch ziemlich viel Spaß macht. Nein, ich meine damit die Reise zu dir selbst, die Reise zurück in dein eigenes Vertrauen. Trau dich, wage es, denn ich kann dir nur sagen, es lohnt sich in jedem Fall. Und bei dieser Reise wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Alles, alles Gute auf dem Weg zu dir selbst.